Ja, hallihallo, grüße euch zu einem neuen Tutorial von Click and Smile Fotografie. Heute geht es darum, wie man den Blick eines Bildbetrachters ganz einfach auf das Motiv lenken kann. Und wir starten auch gleich rein. Ich zeige euch drei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Erste Möglichkeit über die Helligkeit. Wir legen eine Helligkeit-Kontrast-Korrekturebene an. Wer sich mit Ebenen nicht so auskennt, ich verlinke in der Videobeschreibung das Video, wo ich das Ganze ein bisschen erklärt habe. Da geht es dann rund um die Ebenen. Wie gesagt, Helligkeit-Kontrast-Ebene wenden wir hier einmal an und erstellen so eine künstliche Vignette. Wenn wir jetzt da die Helligkeit runtergeben, wird natürlich das komplette Bild dunkler. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir blenden das rund ums Motiv wieder aus. Mit der schwarzen Vordergrundfarbe und der Maske blenden wir das da wieder aus. Und jetzt haben wir das Motiv hell, so wie es sein soll. Und rundherum wird es dunkler und somit der Blick automatisch auf das Motiv, in dem Fall das kleine Mädchen, gerichtet. Was wir da auch gleich machen können, ist das Ganze mit Kontrast runterzugehen. Das heißt, in den Bereichen rund um das Mädchen, um das Motiv, wird auch der Kontrast verringert und der Blick so wiederum verstärkt auf das Motiv gerichtet. Dann machen wir als zweites noch eine Ebene, und zwar Sättigungsdynamik-Ebene. Da nehmen wir die Sättigung raus. Und das Ganze wenden wir jetzt wieder nur auf das Motiv an. Dass das jetzt gleich wirkt wie die untere Ebene, können wir uns diese Ebenenmaske hier kopieren. Und zwar bei gedrückter Alt-Taste und gedrückter linker Maustaste ziehen wir uns diese Ebenenmaske hier auf die Dynamik-Ebene und Ebenenmaske ersetzen. Jawohl, schon wird sie ersetzt. Jetzt haben wir auch die gleiche Maske wie bei der Helligkeitsebene, haben wir jetzt bei der Dynamik-Korrekturebene auch angewandt. Wenn wir jetzt diese zwei Ebenen in einen Ordner packen und da jetzt Korrekturen schreiben, sieht man, wenn wir den ausblenden, schon, was wir jetzt gemacht haben. Das Motiv selber hat noch die gleiche Farbe wie zuvor. Rundherum haben wir ein bisschen abgeschwächt und somit geht der Blick sofort auf das Motiv. Wenn man jetzt sagt, das ist mal ein bisschen zu viel, ich will da nicht so viel Sättigung und so weiter rausnehmen, kann man da mit der Deckkraft dieses Korrekturordners noch spielen. Und sieht man schon, jetzt haben wir es nicht so drastisch. Und Blick geht wieder gleich auf das Model. So, und die dritte Variante, wie man jetzt den Blick eines Bildbetrachters noch auf das Motiv lenken kann, wäre eine unscharfe Vignette. Da machen wir das Ganze jetzt so. Wir kopieren uns die Hintergrundebene mit Ctrl-J. Gehen jetzt hier auf Filter, Weichzeichnungsfilter, Gaußscher Weichzeichner. Und nehmen da jetzt einen Wert von, sagen wir mal, 4 Pixel. Jawohl. Jetzt brauchen wir hier wieder eine Korrekturebene. Wenden wir an und jetzt holen wir uns wieder von da oben eine runter, dass wir die gleiche Korrekturebene haben wie bei den anderen beiden Korrekturen. Ebenenmaske ersetzen, jawohl. Wieder mit gedrückter Alt-Taste runtergezogen und da sieht man schon, sagen wir, rund ums Motiv haben wir alles unscharf und das Motiv sticht mehr heraus. Das passen wir jetzt noch ein bisschen an. So, jawohl. Und das schieben wir jetzt auch noch in die Korrekturen rein. Ist ja eigentlich auch eine Korrektur in diesem Fall. So. Und wenn man jetzt da die Korrekturen ausblendet, sieht man, was wir da gemacht haben. Der Blick geht gleich aufs Model. Es sticht einfach mehr heraus als zuvor. Und wir haben das erreicht, was wir erreichen wollten. Blick geht sofort auf das Motiv und das Motiv wird einfach ein wenig hervorgehoben. Ja, das war's schon. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Schreibt es in die Kommentare, wenn es irgendeinen Wunsch habt, was ich mal zeigen soll. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Vielen Dank. Ciao.